Das Internet ist voller Propheten und Visionäre. Menschen, die behaupten, Dinge vorhersehen zu können, ehe sie passieren. Auch Karim Atiyah ist so jemand. Sein Versprechen: Ich weiß, wofür sich Internet-User interessieren. Dazu erstellt sein Unternehmen Nugget Profile von Internetnutzern und verkauft diese an Werbekunden. Seine Daten entscheiden zum Beispiel darüber, ob man beim Besuch einer Website Werbung für Damen- oder Herrenrasierer zu sehen bekommt. Wir schauen einfach, wie sich Browser durchs Internet bewegen. Und zeichnen das auf, indem wir sagen, okay, er war einmal bei Sport, dann hat er sich im Finanzbereich umgetan, dann hat er ein wenig News gemacht und dann hat er nochmal Radio gehört. Die Firma vergleicht also Surfmuster und sucht nach Parallelen zwischen verschiedenen Nutzern. Aus Ähnlichkeiten schließt man auf deren Interessen. Die Daten dafür liefert ein Cookie, auf Deutsch Keks. Ein kleines Programm, das Nugget auf den Computern von Internet-Usern speichert. Vor allem Nachrichtenseiten interessieren sich für Atiyahs Datenschätze. Im Kern machen wir das alles im Auftrag von Medien, die damit über Werbung Geld verdienen oder über bessere Inhalte ihre Userschaft stärker an sich binden können. Das ist das Geschäftsmodell dabei. Wer also bestimmte Nachrichtenseiten besucht, ist schnell Teil dieses Geschäftsmodells, oft ohne es zu wissen. Kritiker dieses Modells sprechen hier von Tracking, vom Verfolgen von Nutzern durch das Netz. Kein Problem, sagen die Tracker. Schließlich anonymisiert eine Fremdfirma alle Informationen. Und ein Zertifikat des Schleswig-Holsteiner Datenschutzzentrums gibt es auch, verspricht Nugget-Co-Chef Stefan Noller. Denn wenn wir eins gelernt haben in der Vergangenheit, dann ist es, dass Daten gehackt werden, versehentlich Festplatten, die auf eBay verkauft werden, versehentlich nicht richtig gelöscht und diese Geschichten. Ergo sollte man versuchen, dafür zu sorgen, dass kritische Datenbestände gar nicht erst entstehen. Für Fieke Jansen sind solche Versprechen nur Augenwischerei. An eine wirksame Anonymisierung glaubt die Netzaktivistin der NGO Tactical Tech nicht. In vielen Fällen braucht man nur drei Parameter, um einen Nutzer wieder identifizieren zu können. Das können völlig zufällige Dinge sein. Ein bestimmter Laden, in dem du eingekauft hast, ein Film, den du magst. Das sind eigentlich keine persönlichen Daten, aber sie führen am Ende wieder zu dir. Fieke Jansen ist sich sicher. Mit dem, was Cookies über uns sammeln, können Firmen uns lückenlos durchs Netz verfolgen. Welche Texte man liest, Online-Shops man besucht, welche Ernährungstipps man googelt oder welche medizinischen Probleme man nachschlägt. Die größten Datensammler: Google und Facebook. Aber eben auch die Websites deutscher Tageszeitungen. Jansen trackt diese Tracker. Ihre Seite trackography.org verfolgt den Weg der Daten durchs Internet nach. Das Ergebnis? Die Informationen reisen rund um die Welt und landen häufig am Ende in den USA. Dort interessieren europäische Datenschutzsiegel niemanden. Und auch Zeitungen, die sich durch eine besonders kritische Berichterstattung über Datenschutzthemen auszeichnen, machen mit. Zum Beispiel die Tageszeitung Taz. Ferner haben wir noch über Banner Werbung Tracker leider laufen. Also mit leider meine ich auch tatsächlich leider, weil uns das natürlich auch nicht besonders recht ist. Wir leider aber auch nicht auf die Werbung verzichten können. Beim Geld hört also auch bei der Taz der Idealismus auf. Für Nachrichtenleser im Netz ernüchternd. Aber ein Tipp für News-Junkies hat Fieke Jansen dennoch. Was wir entscheiden können, ist, ob wir alternative Dienste nutzen oder kommerzielle. Denn die kommerzielle Industrie lebt davon, dass sie unsere Daten auswertet. Außerdem können wir Add-ons im Browser installieren, die verhindern, dass uns Cookies tracken. Niemand ist also den Trackern schutzlos ausgeliefert. Und selbst Leser von Nachrichtenseiten mit Cookies bleibt ein Trost. Denn fehlerfrei funktioniert der Blick in die Glaskugel noch lange nicht.